Moderne Wissenschaft und Technik, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer schneller substanzielle Fortschritte machen, haben enthüllt, die Evolutionstheorie hat nicht die allergeringste wissenschaftliche Basis. Alle Zweiggebiete der Wissenschaft, die sich mit dem Thema befassen, Mikrobiologie, Biomathematik, Zellbiologie, Biochemie, Genetik, Anatomie, Physiologie, Anthropologie und Paläontologie, haben zahllose Beweise gefunden, die die Evolutionstheorie widerlegen. Doch die wichtigste Entdeckung, die die Behauptungen der Evolutionstheorie widerlegt, ist der inzwischen angehäufte Bestand an Fossilien. Denn zahllose Fossilien bieten den unerschütterlichen Beweis, dass die auf der Erde lebenden Arten sich niemals auch nur im Geringsten verändert haben und dass sie sich infolgedessen nicht entwickelt haben können. Untersucht man den Fossilienbestand, so erkennt man, dass Lebewesen von heute exakt dieselben sind, die vor hunderten Millionen Jahren gelebt haben. Deutlicher gesagt, sie unterlagen niemals einer Evolution. Lebewesen, selbst in den frühesten Stadien der Erdgeschichte, hatten immer dieselben perfekten, überlegenen Eigenschaften wie ihre heutigen Artgenossen. Mehr noch, sie erschienen urplötzlich auf der Bühne der Welt, mit all ihren bereits vollständig ausgebildeten komplexen Strukturen. Dies offenbart die unumstößliche Wahrheit: Die Lebewesen entstanden nicht durch die imaginären Prozesse der Evolutionstheorie, sondern sind in einem einzigen Augenblick erschaffen worden. Die Tatsache der Schöpfung offenbart sich ebenso in den Spuren makelloser Lebewesen, die aus extrem lange vergangenen Zeiten übrig geblieben sind. In diesem Film werden Sie eine engere Bekanntschaft machen mit unterschiedlichen Fossilien, die Millionen Jahre alt sind, und Sie werden Zeuge sein Ihres Aufschreis, der auf taube Ohren stößt. Wir sind hier. Wir kamen nicht durch Zufall ins Dasein. Wir wurden erschaffen. Und wir waren schon vor 100 Millionen Jahren genau dieselben. Şimdi ise sizlere çok küçük ancak çok önemli bir canlının... Ich möchte Sie nun mit einer sehr kleinen, aber bedeutsamen Lebensform bekannt machen. Dieses Fossil gehörte einem Trilobiten. Paläontologen haben es in Frankreich gefunden. Es ist etwa 390 Millionen Jahre alt. Trilobiten sind nur eine von vielen beeindruckenden Arten, die die Erwartungen der Evolutionisten zunichte machen. Sie wissen vielleicht, dass diese Tiere während der sogenannten kambrischen Explosion aufgetreten sind, die vor mehr als 550 Millionen Jahren stattfand, als plötzlich eine Vielzahl neuer Lebensformen die Erde bevölkerte, was sich an unserem Fossilienbestand ablesen lässt. Das Außergewöhnliche daran, und das ist etwas, das die Evolutionisten nicht wegdiskutieren können, ist, dass diese Kreaturen keine Vorfahren hatten. Das ist eine Tatsache, die selbst von evolutionistischen Wissenschaftlern zugegeben wird. Die Trilobiten und all die anderen Lebensformen dieser Periode wurden in einem einzigen Augenblick von Gott, unserem Herrn, erschaffen, und deswegen hatten sie keine gemeinsamen Vorfahren. Ein Charakteristikum der Trilobiten, das die Evolutionisten verwirrt, sind deren Facettenaugen. Ein Trilobitenauge bestand aus hunderten voneinander getrennten optischen Kanälen, deren jeder einzelne mit einem Doppellinsensystem ausgestattet war. Diese Augenanatomie ist identisch mit der von vielen heute lebenden Tieren. Sie findet sich bei Spinnen, Bienen und Fliegen. Eine solch komplexe Struktur, die plötzlich bei einer Kreatur auftaucht, die vor über 500 Millionen Jahren lebte, ist mehr als ausreichend, die auf dem Prinzip des Zufalls basierende Theorie der Evolutionisten zu widerlegen.
Warum? Weil keine so komplexen Lebensformen jemals in früheren geologischen Zeitaltern existiert haben. Dies zeigt, dass Trilobiten ins Dasein kamen, ohne dass ein evolutionärer Prozess stattgefunden hätte. Und hier ist ein fossilisierter Tigerschädel. Auch er wurde in Asien entdeckt und sein Alter wurde auf etwa 20 Millionen Jahre geschätzt, was ihn im Miozän ansiedelt. Er ist perfekt erhalten, insbesondere seine Zähne, mit denen er seine Beute schlug. Der Schädel besitzt dieselbe perfekte Struktur und Eigenschaften wie die Schädel heute lebender Tiger. Yine birebir aynı mükemmel bir yapı, tasarım ve özelliğe sahip bir kafatası.